siehst du. Oh, was machst du denn? Ja, ich hab da. Du wirst aufgenommen jetzt. Schon? Hallo? Ich bin ein Bayern-Fan. Gratulation zum dritten. Und Cut. Also, Quiz-Taxi, Format ist bekannt. Ihr habt einen Telefon-Joker. Okay. Und einen Passanten-Joker. Ihr spielt zusammen, nicht gegeneinander. Teamwork makes the dream work. Seid ihr bereit? Wir sind ready. Klar. Erste Frage. Welches dieser Länder hat die meisten EM-Titel gewonnen? Ist es Deutschland, die Niederlande, Frankreich oder Italien? Deutschland natürlich. Morgen, weil die so sicher ist. Deutschland 4, ne? Was lockt ihr ein? Deutschland. Ist Korrekt. Spanien dabei? Nein, ne? Ah, weil die ganz easy, ja? Nicht ja, mal ohne nachdenken. Ja, sogar drei Stück. Nächste Frage. 2004 wurde Griechenland sensationell Europameister. Gegen welche Nation gewann sie das Finale? Deutschland? England? Nicht zugehört, die Niederlande? Kannst du nochmal vorlesen? Ich habe nicht richtig zugehört. Sorry. Was ist da los, krass? Frisch nach dem Training. Und nochmal, 2004 wurde Griechenland sensationell Europameister. Stimmt, ja. Gegen welche Nation gewann sie das Finale? War es Deutschland, ne? England, Niederlande oder Portugal? Ach, Italien ist gar nicht dabei. Warte mal, was war das nochmal? Gegen Deutschland gespielt? Spielplatz 3, glaube ich. Nee, Deutschland nicht. Deutschland nicht. Portugal, also glaube ich, auch nicht. Ich glaube England, da. Ja. England? Ja. Ich habe es vor ein paar Wochen noch so ein Video gesehen, aber... Okay, dann sagen wir England. Ja, dann sagen wir England. England? Ja. Portugal. Ach, das war doch Portugal. Wir hören nicht mehr auf dich. Wir machen ja, meine, Bruder, wir machen ich habe dir gesagt... Hast du gesagt Portugal, oder was? Hättest du gesagt? Ja, ich hätte jetzt Portugal gesagt. Okay. Nächste Kategorie ist richtig oder falsch. Das legendäre Fallrückzieher-Tor von Zlatan 2012 gegen England war in einem EM-Spiel. Nee, Qualifikation. Falsch. Falsch. Okay, Qualifikation über euch jetzt mal, es war einfach ein Testspiel. Was? Aber falsch. Aber falsch, daher Punkt. Dänemark wurde 1992 Europameister, obwohl sie nicht für das Turnier qualifiziert waren. Warte mal, lass mal überlegen. 1992 Europameister. Und obwohl sie nicht qualifiziert waren. Mhm. Warte mal, war da nicht irgendwas? Ich könnte jetzt, wir könnten jetzt Telefonjoker nehmen. Ich kenne nämlich einen dänischen Trainer. Ja? Sollen wir machen? Go for it, ja. Guck mal, was dann geht jetzt. Hallo! Ja, wir sind gerade hier bei Quiztaxi vom DFB. Ach so. Ja, und hier ist die Kamera. Musst du mal reingucken, du wirst aufgenommen jetzt. Yeah. Ja, da siehst du, da wird gezeigt, Dortmund. Ne, wir haben gerade eine Frage mit Dänemark und dann, das musst du ja wissen. Wurde Dänemark 1992 Europameister, obwohl die nicht qualifiziert waren von vornherein? Ja, die sind mitgekommen, weil Krieg war in Jugoslawien. Ja. Die waren alle in Urlaub und dann sind die reingeflogen und ja, die Amerikaner haben das gemacht, aus dem Mac zu essen und Minigolf zu spielen und haben trotzdem die Deutschen im Finale geschlagen. Vollkommen richtig. Stark. Ganz stark. Also locken wir richtig ein. Liebe Grüße, danke, ne? Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Der hat direkt noch Geschichte mit erklärt. Okay. Welcher Spieler hat die meisten Einsätze bei Europameisterschaften? Buffon für Italien, Casillas für Spanien, Cristiano Ronaldo für Portugal oder Schweinsteiger für Deutschland? Boah, ich glaube Buffon oder ja, weil der so lang, der müsste doch jede... Oh. Schweinsteiger? Auch nicht. Buffon hat länger gespielt, ne, aber ja. Sein letzter, der hat doch fast bis zum Ende... Was sagen wir? Das ist so schwer, Alter. Wie, war nochmal? Buffon, Casillas, Cristiano Ronaldo oder Schweinsteiger? Cristiano hat jede Europameisterschaft gespielt auch, ne? Jede ja. Und jedes Spiel. Eigentlich müssen wir Cristiano fast sehen, ne? Ich tippe so einen Tick mehr auf Buffon, aber wir können doch Cristiano nehmen. Gerade war falsch, wo ich gesagt habe, ich glaube, weißt du, deswegen nehmen wir lass mal das andere nehmen jetzt. Also? Nehmen wir Ronaldo. Richtig. Taktik läuft. So, jetzt. Ziemlich interessante Frage. EM 1968 in Italien.
Beim Halbfinale Italien gegen UdSSR war auch in der Verlängerung noch kein Tor gefallen. Wie wurde entschieden, wer ins Finale darf? Erste Antwort: Die Zuschauer im Stadion stimmten ab. Die Trainer spielten Schere, Stein, Papier. Die Mannschaft mit weniger gelben Karten kam weiter. Oder der Schiedsrichter hat per Münzwurf entschieden. Boah. Ich glaube, gelbe Karten, Digga. Nee, oder? Weißt du nicht? War nicht früher immer so gelbe Karten? Ich habe wirklich eigentlich gar keine Ahnung. Also ich würde jetzt tippen, ja, Münzwurf, aber... Münzwurf? Ja, stimmt, da war doch mal was mit Münzwurf. Münzwurf oder Schere? Nee, Münzwurf, gut. Ja, ja, ich habe mal irgendwas gehört. Münzwurf. Korrekt. Stark. Stimmt, stimmt, stimmt. Schere, Stein, Papier wäre hart. Ohne Brunnen, ja. Hat Poldi folgenden Satz gesagt, ja oder nein? Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch. Ich bin bei den Zitaten sowas von raus, Alter. Boah, mein erster Gedanke wäre jetzt, hat er nicht gesagt, aber... Ja, okay, dann machen wir nein. Hat er nicht. Hat er. Hat er gesagt? Hat er gesagt? Erstmal Köpfe hochkrempeln, hat er gesagt. Eigentlich muss man eigentlich ja sagen, weil das so passt, ne? Ja. Ja, ja. Okay. So, nächstes könntet ihr wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber hat es Andreas Möller gesagt, ja oder nein? Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich habe keine Ahnung, sagt er nicht. Soll man ja sagen, oder? Du entscheidest diesmal. Okay, wir sagen, ja, hat er. Korrekt. So. Yes. Also einfach bei jedem Sprichwort einfach ja sagen. Nächste Frage. Wer erzielte das Siegtor für Spanien gegen Deutschland im EM-Finale 2008? War es David Villa, Fernando Torres, Iniesta oder Puyol? War der Iniesta, oder? Wo der den Volley seitlich macht, oder? Ich glaube auch Iniesta. An der rechten Seite und dann knallt er den Iniesta, oder? Fernando Torres. Scheiße. Ich muss ruhig. Ich habe viel zu schnell geantwortet. Nächste Frage. Welcher Trainer hat die meisten Spiele bei Europameisterschaften? Ist es Fatih Terim, Jogi Löw, Del Bosque oder Berti Vogt? Europameister, ne? Ja, Europameisterschaftsspiele. Ja, und Spanien ist immer relativ weit gekommen, oder? Die hatten unsere Jahre, ne? Guck mal, da nickt er schon. Gibt's ja einen Passanten. Aber sieht nach nichts aus hier. Okay, Bosque oder Jogi Löw, würde ich sagen. Sagst du Jogi Löw? Ja. Okay. Jogi? Ja. Korrekt. Jawohl. Nächste. Richtig oder falsch? Portugal wurde 2016 Europameister, ohne ein Spiel in der Gruppenphase zu gewinnen. Nein, oder? Ohne ein Spiel? Glaube ich nicht. Das geht doch gar nicht. Wir müssen ja alle unentschieden spielen. Und 3 Punkte gemacht? Also wenn jetzt andere, beispielsweise, sag ich mal, Spanien ist dabei. Europameister? Ja. Gewinnt 2 Spiele und ein Unentschieden, haben die 7. Und gewinnen gegen die beiden anderen. Und die beiden anderen spielen jeweils auch unentschieden. Alle unentschieden, dann haben die 1 Punkt mehr. Das war jetzt vor kurzem einfach, ja. Wie können wir das nicht wissen? Ich weiß auch nicht. Es geht immer so schnell. Ohne ein Spiel zu gewinnen. Guck mal da rechts. Was mit dem? Machst du mal die Tür auf? Chris Führig hat eine Frage. Hallo. Wir spielen hier gerade Quiz-Taxi mit Chris Führig und Waldemar Anton. Hallo. Und ja, Sie sind der Passanten-Joker. Herzlichen Glückwunsch. Und wir brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Hilfe. Ist es richtig oder falsch, was ich jetzt vorlese? Portugal wurde 2016 Europameister, ohne ein Spiel in der Gruppenphase zu gewinnen. Ist es richtig oder falsch? Ja, genau so denken wir auch gerade. 2016. 2016 Portugal Europameister? Die wurden ja, aber haben die in der Gruppenphase nicht ein Spiel gewonnen? Haben die alles unentschieden gespielt? So wie richtig. Ist richtig. Korrekt. Bravo. Korrekt. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Stuttgart, ne? Ja. Richtig. Ja, ja. Und wer? Auch Stuttgart. Beide Stuttgart. Anton, genau. Das ist unser Kapitän. Abwehrspieler, freilich. Ich bin ein Bayern-Fan. Ist nicht schlimm. Gratulation zum Dritten. Ich habe nur Frage. Ja. Wie schaust du mit Bayern aus? Wir sind hier bei der Nationalmannschaft. Jetzt müssen wir los. Vielen Dank, ne? Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao, ciao. Ja, siehst du, haben wir auch drin. Okay, die letzten 2 sind wieder Zitate. Hat Lothar Matthäus das gesagt? Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja.
Korrekt. Jawohl, Junge. Hat der gesagt, das kannte, und das kannte ich, oder? Podolski King hat er gesagt, Fußball ist einfach, rein das Ding und ab nach Hause. Rein das Ding und ab nach Hause? Ja. Hat er gesagt? Ich sag nein, aber. Okay, dann sagen wir nein. Nein, warte, nein. Wir sind mit der Taktik ganz gut gefallen, einfach ja zu sagen. Warte, aber. ganz kurz. Ich hab's noch nie gehört. Ich hab's auch noch nie gehört. Also haben wir jetzt beide noch nie gehört und sagen trotzdem ja, oder? Da können wir ja fast gar nicht ja sagen, Alter. Müssen wir nein sagen. Jetzt haben wir vorhin einmal nein gesagt, dann war direkt falsch. Ja, sagen wir jetzt nein. Okay. Aber gesagt. Ja, siehst du? Warum machst du das? Ja, ich hab doch das. Was hat er gesagt? Nee. Jungs, ich hab nicht mitgezählt, aber das war doch gar nicht so schlecht. Drei falsch. Aber das ist aber, ich muss sagen, in der Fragestellung war ein bisschen schwach, dass man kein Zitat falsch gesagt hat, ne? Muss man auch mal so sagen. Und cut. Oh. Lief's gut. Lief sehr gut. Logisches Denken war's. Danke, Jungs, guten. Danke.